Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Hide and Seek zusammen mit Roblox Felix, Crafter und meinen Stream-Zuschauern. Ich und Crafter müssen suchen, Roblox Felix und die Zuschauer verstecken sich und der Gewinner bekommt am Ende Robux. Und ich habe das sowas von unterschätzt, wie schwer es ist, euch zu finden. Aber ihr werdet es ja sehen. Like das Video, abonniert meinen Kanal und viel Spaß! Du versteckst dich. Okay, dann versteck du dich mal. Leute, ich schicke euch jetzt einen Link in den Chat. Ihr müsst auf den Link raufklicken und den Link mit dem Browser öffnen. Dann werdet ihr automatisch zum Spiel beitreten. Und wenn der Server voll ist, dann wird er gelockt. Dann könnt ihr nicht mehr beitreten. Wenn er voll ist, dann war's das. Dann habt ihr keine Chance mehr reinzukommen. Die ersten Leute, 20, 30, wie viel können hier rauf, können mitmachen. Okay, die Leute kommen rein. Es funktioniert offensichtlich. Zock Emergency Response. Jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal Hide and Seek mit den Zuschauern. Der Server ist gleich gelockt. Das heißt, gleich kann niemand mehr nachjoinen. Wer raus ist, ist raus. Ryzen hat's reingeschafft. Okay. Es ist voll. Okay, der Server ist voll. Dann lockst du jetzt den Server, Crafter. Jetzt kann niemand mehr von euch rauf auf den Server. Für diese Runde zumindest. Auch immer. So. Und ihr geht euch jetzt verstecken. Los, versteckt euch, Leute. Wir spielen Verstecken. Wenn ich euch sehe, und ihr, dann seid ihr weg, Leute. Also wir müssen euch halt mit dem Bannhammer erwischen. Ja, wir müssen euch mit dem Bannhammer erwischen. Lauft jetzt weg. Wenn ihr nicht weglauft, dann gibt's aufs Maul hier. Okay, ich würde sagen 10 Sekunden und ich schlag jeden, der am Spawn ist. 10. 9, 8, 7. Lass mich in Ruhe, ich muss gerade meinen Stream starten. Okay, los geht's. Wir gucken erstmal in dieses Haus rein. Das müsste man kaufen. Auch das ist ja auch das Lustige. Man sieht ja, wenn jemand in ein Haus reingerannt ist, ob da ein Name dran steht beim Owner, oder? Ja, sieht man. Okay, dann können wir die Häuser, die keinen Owner haben, ja schon erstmal überspringen. Man kann hinten rein. Hinten rein hier? Ja, es gibt Hintertür. Nee, hier doch nicht. Ich wollte schon sagen, daran kann ich mich nicht erinnern. Okay. Oh, die Garage. Die Garage. Oh. Hast du die eine Garage eines Hauses ist offen. Da wird irgendwer drin sein. Ich lasse das Haus aber erstmal noch weg. Oh, nobody. Oh, nobody. Warte mal, die Hintertüren. Sind hier die Hintertüren offen, wenn man. Ja, man kann hier rein, ohne es zu on. Okay, man kann durch die Hintertüren rein. Oh, hier wird irgendwo wer drin sein, ich wette. Okay, jetzt müssen wir wirklich suchen, Leute. Irgendwo wird hier wer drin sein. Okay. Irgendwer versteckt sich hier und denkt, dann ist sicher. Ah! Okay. Aha! Oh, hast komm ran! Kommst du ran! Hä, wo bist du? Er hat mich ausgedribbelt. Dominik! Kommst du ran? Nein, please! Ja, ich hab ihn! Dominik ist draußen! Er wurde gebannt. Okay, ich gehe aber trotzdem weiter gucken. Vielleicht gibt es da ja noch jemanden, der sich hier versteckt hat. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Jetzt habe ich ihn gekauft. Ja, es gibt mehr Möglichkeiten, als ich dachte. Oh Mensch, warum haben die Häuser aller Innenausstattung und warum ist sie so anstrengend? Das wird ein langer Stream. Also es gibt auch noch ein weiteres Versteck, das ich ganz cool finde, wo ich mich auf jeden Fall verstecken würde. Aber ich kenne das Versteck, deswegen wäre es nicht ganz so smart, sich dort zu verstecken. Da gucken wir nachher auch nochmal hin. Geh mal ins Hospital rein. Mhm. Ihr werdet mich niemals finden. Okay, vielleicht auch, aber ihr werdet mich niemals finden. Okay, ich suche immer noch. Ach Mensch, es Hospital gibt so viele Häuser. Ich will nicht in dieses Haus reingucken. Okay, oh, wir kommen hier in Lina's Tools. Na Lina, hast du jemanden gesehen? Niemanden? Oh, okay. Okay, also ich könnte es glitchen, wenn ich wollen würde, aber nee. Da oben ist doch wer. Was? Conny, hast du oben wen übersehen? Guck mal auf den Berg. Auf den Berg? Oh. Guck mal hier. Ja, da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Oh ja, das rennt auch noch. Oh nee. Oh, ich glaube, ist er aufgekommen. Ja, hier über die Bäume. Okay, komm her. Komm heran. Mann, komm ran. Oh. Er wollte doch nicht mehr laufen. Crafter, warum bist du so klein? Oh, Conny, komm mal zu mir. Komm mal, ja? Komm mal zu mir, Conny. Komm mal zu mir. Ja? Geh mal hier vorne. Und guck mal da, wo ich hinkomme. Ah! Oh, 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 oh! Bam! Ah. Bam! Ja! Er hätte uns aber auch wirklich outplayen können, indem er einfach von der Map springt, ne? Und dadurch respawned wird. Stimmt, und wir das hätte er machen können. Das ist eine Option, von der Map zu springen. Solange man nicht gebannt wird von dem Server. Ja. Hier in den Zelten. Hier ist einer! Hier! Was? Oh nein, in den Zelten! Oh. Yannick ist leider raus. Okay, okay, okay. Wie viele sind wir noch? Wir sind immer noch so viele Leute auf dem Server. Uiuiui. Unglaublich, die wissen sich echt, wie man versteckt. Also wow. Da hinten auf der Rutsche, auf der Rutsche, auf der Rutsche. Ja, ich bin gerade dabei. Auf der Rutsche. Okay, warte. Niemand wird mich von hier kommen sehen. Ja, niemand. Ich hab den Server nochmal gelockt, dass ich... Kuckuck! Bam! Ha. Ich glaube, es hat sich gerade jemand umgebracht. Ja, da hinten sehe ich Leute laufen. Ich sehe dort zwei Leute. Okay, Roblox-Player, du bist jetzt tot. Ah, ich glaube, ich weiß, wo jemand ist. Ich sehe nämlich den Namen durch den Boden. Tja, da wird man verraten, Homie. Bam! Aber es ist auch ein gutes Versteck. Wenn ich unten bin, sehe ich ihn nicht. Nur als ich direkt über ihn war, habe ich ihn gesehen. Ha! Ich kenne gerade mal ein bisschen den Spawn, ne? Also. Ich kenne mich hier in der U-Bahn sehr gut aus, weil ich habe die gebaut. Oh, guck mal, jetzt sind es aber schon viel weniger geworden. So, okay, ich gucke jetzt mal in die Polizeiwache rein. Ich ziehe mir auch das Polizisten-Outfit einfach drunter.
So, na, jemand im Knast? Jemand im Knascht, hä? Huh? Keiner im Knascht, alles klar. Gut, dann gehen wir wieder raus aus der Polizeiwache und gehen jetzt in die Schule. Yeah. Oh, die Schule ist auch so groß. Die hat viele Räume. Ich bin sicher nicht in der Schule. Okay. Also wäre trotzdem schön, wenn du da draußen bleiben könntest. Draußen bleiben könntest? Okay, also, dann bleibe ich erstmal draußen. Ja, dann gucke ich erstmal an eine andere Stelle und zwar hier hin. Hier ist niemand? Als ob hier niemand ist. Hier hätte ich mich versteckt, hier so hintergelegt oder so. Okay. Genau. Okay, krass. Hinter der Polizeistation, beim Kino, beim Wasserpark. Kino. Beim Wasserpark. Was denn jetzt? Ich sehe es. Okay, ich sehe es. Es ist auch noch klein. Komm, er hat sich auch noch klein gemacht, um noch weniger zu sehen. Und man das. Oh, wow. Ja, richtig, hör auf, mir auszuweichen, kleiner Mann. Bam, würde ich. Komm ran. Ja. Und jetzt? Tja. Jetzt kicken wir einfach mal hier nach. Du wirst mich niemals bekommen. Niemals? Niemals. Ja doch, vielleicht. Ich glaube, du bist sogar schon an mir vorbeigelaufen. Ja. Mindestens einmal. Guten Morgen. Oh, das ist Ah, danke, dass du rauskommst. Ich wollte gerade sagen, das wäre ziemlich ehrenlos, jemanden auf dem Klo zu stören. Da gehe ich lieber nicht rein. Aber er ist ja rausgekommen. Sehr gut. Ja, dann kannst du das machen. Ja, dann kann ich das machen. Okay. So, das Gute ist, ich kann mit der Kamera sehr weit rausfahren. Dann habe ich eine Sicht von oben. Was denn aber? Aber wenn man ein Baby ist und sich in irgendeine Lücke versteckt, ne, das musst du ja auch berechnen. Ja, es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die sich hier in irgendwelchen Ecken verstecken. Also, das ist mein Gaming Room. Zwei Häuser, die sind da. Und da wird irgendwer drin sein, sicherlich. Das sind solche verwinkelten Häuser. Ja, ich gehe gerade in eins der verwinkelten Häuser rein und zwar in meinen Gaming Room. Ah ne, das ist nicht mein Gaming Room. Doch, das ist mein Gaming Room. Hier habe ich mal so ein Gaming-Video gemacht. Also Leute, die sich in so in Ecken verschenken, die sind ja wirklich ekelhaft. Ja. Alter, was ist das hier für ein Versteck? Ich wusste nicht mal, dass es so ein Versteck hier gibt. Also wenn sich hier jemand versteckt hätte, wäre das so unverdient, hätte ich ihn jetzt gefunden. Also das wäre ein verdienter Sieg gewesen. Ich bin auch gespannt, was das Versteck ist, was wirklich nachher überlebt hat. Ja. Das wird das Interessanteste. Aha. Was? Oh, Entschuldigung, dass ich dich hier störe, Bro. Entschuldigung. Oh, danke, dass du rausgekommen bist. Hast du wen? Ja, ich habe jemanden auf dem Klo gestört. Aber ich wusste nicht, dass da ein Klo ist. Alter, was sind das für Häuser? Also Fuchs, wo bist du, frage ich mich auch. Fuchs verrät nichts. Er möchte die 1000 Euro die Xbox gewinnen. Aber das ist auch eine echt coole Idee, dass man einmal Swordfight hat und einmal Hide and Seek. Ganz geil eigentlich. Dann habe ich noch 10 weitere Minuten die ganze Zeit gesucht und niemanden gefunden, bis Crafter endlich gesagt hat. Ich hab wen. Du hast wen? Oh, ich muss dich teleportieren. Das ist so ein gutes Versteck. TP. Du musst dich nicht teleportieren, lass mich in Ruhe. Geh weg da. Du musst dich nicht teleportieren. Nein. Komm da rein. Halt schon. Ich komme. Geht weg! Nein. Ich seh zwei. Einer in der Rutsche. Blauen Rutsche. Soll ich da hin? Und einer hier vorne. Komm mal erstmal zu mir. Den lassen wir kurz noch fliegen. Also, Fuchs, ne? Du kleiner Fuchs. Also, komm mal her, Conny. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber, wow, guck mal da unten. Guck mal da. Oh! Wo seid ihr? Sagt ihr unten? Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Den kleinen Fratz. Komm ran. Oh. Warte, Kamin. Hast du ihn? Du hast mich nicht. Er hat sich resettet. Oh. Warte, jetzt ist er am Spawn, schnell. Ja. Lauf! Nee, was weg? Wo läuft er hin? Ich sehe ihn. Da hinten ist er. Du siehst mich nicht. Knirps. Geh weg. Er hat keine Chance. Ey! Da. Oh, wo ist er? Das, was ich mir dachte. Hä? Oh, ey, wo ist er hin? Hä? Was zur Hölle? Ja, ihr verbindet mich nicht. Tschüss. Hä, was hast du gemacht? Viel Spaß beim Zoom. Du hast ein Tool ausgerüstet und das Tool hat dich irgendwo an einen Punkt tippet, weil die Tools ja alle verbuggt sind, oder? Nein, bitte nicht. Sag es, Felix. Das ist nicht. Naja, Roblox Felix war verloren und wir haben noch ewig weitergesucht. Irgendwann hat Roblox Felix angefangen, die anderen Verstecke zu verraten, wodurch wir dann weitere Leute gefunden haben. Und jetzt sind wir die letzte Person, die noch gefunden wird. Er ist irgendwo beim Spielplatz Schwimmbad in der Nähe. Na, jemand im alten Roblox Felix Versteck? Auch wirklich gutes Roblox Felix Versteck. Das war ein ehrenloses Roblox Felix Versteck. Aber ein sehr, sehr gutes Versteck. Vor allem, wie du dich dann... Und da ist einfach Roblox Felix. Ich habe ihn nicht gesehen. Vor allem, wie du dich dann noch resettet hast, um zu überleben. Schon fies. Okay. Er ist irgendwo am Strand Schwimmbad. Ja, ich höre gar nicht auf dich. Ich suche nach dir, Roblox Felix. Das ist nicht bei mir. Lass mich in Ruhe. Meine Nase ist aber auf dich eingestellt. Oh, ja. Überall. Ich habe ihn. Du hast ihn? Ich habe ihn. Ja, er ist tot. Er war in der blauen Rutsche. Ah, ich habe gewonnen.
Wo bist du, Roblox Felix? Hallo, du bist über mich drüber gesprungen. Hallo, Anton. Wie, hä? Ja, ich bin hier links von der Rutsche hier. Ach, da hinten? Wo warst du die ganze Zeit? Zeig mal bitte. Ich bin hier. Da. Warte, ich sehe dich nicht. Gott. Hier hinten in der Ecke. Ich sehe nicht. Ach, da unten. Sag doch nicht hinten, sag unten. Ich war hier, einfach hier. Alter, und man sieht die Namen halt nicht. Und wenn du so klein bist, aber so wirklich blind. Alle gut gespielt. Wow. Okay, GG Roblox Felix, du bekommst von uns Robux. Das ist natürlich jetzt komisch, dass du die Robux bekommst, aber du hast gewonnen. Weißt du, wie ich mich teleportiert habe? Wie? Weißt du, ich bin hier gestanden, du wolltest mich hier finden und dann habe ich das gemacht. Okay, ich bin wegteleportiert worden, als ich den ja, ich wusste doch durch so ein Tool, weil diese Tools alle so verbuggt sind im Crafter-Spiel. Ich war dann irgendwann hier einfach, aber konnte nicht mehr fliegen mit dem Carpet. Ja, genau, deswegen bin ich da auch hingerannt, weil ich weiß, dass man dort spawnt. Ja, der Carpet ist irgendwie, wenn du zu klein bist, spawnt man hier immer. Ja, ich weiß. Ja, da, ja, hier. Okay. Und dann habe ich mich einfach wieder versteckt. Alles klar, GG so. Roblox Felix. Danach haben wir noch eine weitere Runde Hide and Seek auf einer anderen Map gespielt. Das hat aber noch länger gedauert, war noch anstrengender, das will ich euch gar nicht erst zeigen. Zwischen den zwei Runden war ich nochmal in Donators drin, habe ein paar Leuten Robux gegeben, unter anderem Roblox-Spieler. Oh ja, Roblox-Spieler, wir können jetzt nochmal versuchen, dir zu donaten. Es kommt. Oh, geht das jetzt? Es ging jetzt richtig schnell. Es ging! Roblox-Spieler! Komm, du kriegst von mir 200 Robux. Du kriegst von mir 200 Robux, weil du so lange gewartet hast. Endlich! Oh, Gott sei Dank. Okay, Roblox-Spieler, dich kann ich von der Liste streichen. Dann können wir es gleich noch mit Spy Gaming ausprobieren. Ist Spy Gaming hier drin? Spy Gaming ist jetzt nicht dabei, nicht so schlimm. Wir finden euch auf jeden Fall alle noch. Auf der Liste stehen noch Spy Gaming, die Chris Was Taken, Jerome Mickey, KDL, WDLO hatten wir schon. Aber er hat halt echt wenig bekommen. Und dann LSPlayer62. Und die haben dann alle auch ihre Robux donated bekommen. Außer King Kasra hat die allerletzte Runde Hide and Seek gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier schneide, hat er immer noch keine Robux bekommen. Er hat nicht auf die Direktnachrichten, die ich ihm in Roblox geschickt habe, geantwortet. King Kasra, falls du das siehst, schau in Roblox in den privaten Chat. Ich habe deine Freundschaftsanfrage angenommen, wir sind miteinander befreundet und ich habe dir Nachrichten geschickt im Chat. Oder melde dich bei mir auf Discord. Auf irgendeinem Weg musst du dich bei mir melden, damit ich dir noch die Robux geben kann. Falls ich das, bis das Video jetzt online kommt, das wird ja auch eine Weile dauern. Vielleicht habe ich es bis jetzt auch schon getan. Aber falls nicht, melde dich bei mir, damit du deine Robux noch bekommst. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert Roblox Felix, abonniert Crafter. Bis dann und ciao!